Hey, meine Freunde, und willkommen zurück zu Evil West. Ja, wir sind immer noch im Sumpfgebiet und wir haben jetzt einen. Ich würde ihn jetzt mal betiteln als. Ja. Eigentlich war das eine Werwolf-Leiche, die mutiert wurde durch diese Spinne da. Aber gut, wir haben es jetzt geschafft. Hier ist auch nichts mehr zu finden, glaube ich. Man merkt auch hier diese Teile hier. Also das hier, man sieht es, das gehörte mal zu einem Segelschiff. Warum hier Segelschiff-Teile sind, ich habe keine Ahnung. Oh, da ist noch Gold, das sehe ich. Ich rieche Gold in 10 Kilometer Weite. Mal kurz schauen. Ja, Stalker, der heißt Stalker, okay. Stalker wurden von den Sanguinen entwickelt, um bestimmte Ziele aufzuspüren. Über ihre Biologie ist nur wenig bekannt, da noch kein lebender Exemplar eingefangen oder sensiert werden konnte. Die Theorie lautet, dass sie das Ergebnis einer symbiotischen Beziehung zwischen Tier und Arachnid sind. Eines jedoch ist sicher, Stalker fressen ihre Beute nicht, sondern fangen sie ein und bringen sie zu denjenigen, der sie als Tier eingesetzt hat. Alles klar. Finde ich witzig, wenn ich jetzt hier hingehe. Okay, das ist jetzt. Das soll jetzt das Ding sein. Bitte recht freundlich. Oh Mann. Danke, das infizierte Energiemodus hält den Effekt des Lähmungs jetzt um 20% länger. Kann ich mir nicht leisten, da brauche ich nur ein bisschen mehr. Das mache ich auf jeden Fall. Dann sind die länger betäubt und ich kann die länger drauf losdreschen. Hier haben wir zum Beispiel. Ihr weites Magazin der Armbrust enthält zwei weitere Bolzen. Ihr Schwerschaden wird um 20% erhöht. Ja, das wäre auch verlockend. Ja, ich bereue es bestimmt. Egal. So. Let's stick to the facts. Bloom researched vampiric legends, a lot of myths and hoo-ha about some sort of plan. One that could allegedly. Ich habe übrigens das Problem mit den Untertiteln leider noch nicht gelöst. Tut mir furchtbar leid. Ominous. But can it work? From a biological point of view? Now and then some of those legends contain a grain of truth. An endemic species like this may have peculiar properties. If researched properly, some cell mutations. I don't know. Imagine how many people we could save if you made it work. Look, I'm not a miracle worker, Virgil, but I'll give it my best shot. Ihr seht, der Rest ist deutsch hier ausgestellt. Aber der Untertitel. Ich habe nichts gefunden hier. Schwierigkeitsgrad, Fähigkeitsgrad, Sammeln von Daten. Zeige ich euch einfach mal, damit ihr mir glauben könnt. Wackeln der Kamera aus. Hier steht nichts von wegen Untertitel. Sprinten umschalten braucht man nicht. Ja, hier, schaut mal. Jetzt habe ich so Beispiel Nummer eingestellt. Ich hoffe, dass das behebt das Problem. Alte Ruinen von irgendetwas. Okay. 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 Ah, jetzt wird es ein bisschen heller hier wieder. Da hat sich irgendwas bewegt. Ich gehe aber erstmal hier. Ach, hier geht's nicht weiter. Okay. Hallo, wieder Arena-Kampf. Oh, jetzt schon wieder so ein Maulwurf. Hui! Hui! Jetzt nervst du aber langsam mit deinen.
Aru ist mit deinem Steinwerferei. Ja, das war mir klar wieder. Aber Ruhe ist. Aua! Ja, das. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sowas wehtut. Verschwindest du? Ach, jetzt ist er verzweifelt. Jetzt will er nicht mehr. Doch, jetzt buddelt er sich wieder. Na? Ja. Dat nach! Na, wir werden gleich so frech sein. Ah, Überraschung für dich, mein Freund. Ach, übrigens, du hast einen Arm verloren. Ja, nix da. Mein Freund. Aua. Ah, ist blöd, wenn man sich nicht mehr verbuddeln kann, hä? Wenn man nur einen Arm hat. In your face. Oh, tschüss, mein Freund. Bam. Ah. Tat das gut. Und tap. Okay, Fackel, das kann ja nur ein Mensch platziert haben. Was war denn hier? Was? Benutze die Klinge, um die Schicksal zu erfüllen. Setze den Schicksal unserer Feinde ein Ende. Mit besten Grüßen, William. Ach, das ist das Messer von William. Okay. Das sieht schon wieder so Voodoo-mäßig aus. Hat die Leiche gerade einen Furz gelassen? Oh, okay. Alle. Oh, da kommt doch schon wieder Arena-Kampf. Definitiv. Wieso ist da oben so eine Fackel drin? Okay, das erinnert mich extremst an das Labyrinth mit David Bowie und so. Sumpf des ewigen Gestankes. So hätte ich die Folge nennen sollen. Jetzt ist aber der Untertitel wieder da. Komischerweise. Ich glaube, das war ein leichter Bug oder sowas in der Art, kann ich mir vorstellen. Passiert mal.
einfach beeilen bei sowas. Weil ich kann mich da jetzt rüberschwingen. Ich will aber nochmal so rennen. Hier ist nix. Okay, und... Hui! Ja, da kann ich sowieso nicht lang. Ich will auch die... ganz ehrlich, ich will auch die Plattform jetzt nicht ärgern. Deswegen flitze ich mal. So, Money, Money, Money. Rennen. Mann. Ich muss aber nochmal zurück, da hinten ist doch was. Aua, aua, aua. Da ist die Brücke auch kaputt. Oh ja, jetzt muss ich am Rand hingehen. Wir hätten es einen Schockmoment jetzt einbauen können. Aber nein, muss ja nicht sein. Aua. Bleib doch einfach auf der Plattform stehen. Hast schon recht mit deiner Animation hier. Da hinten ist auch was. Aber wie ich da hinkomme, kein Schimmer. Ich weiß nur, dass ich jetzt wieder flitzen muss. Da. Aber es wäre schon witzig, wenn sie bei jedem Schritt auf so eine Plattform so gemacht hätten. Smash it. Ich sollte mich trotzdem heilen. Ich habe so Bauchgefühl, dass ich mich komplettes Leben haben soll. Hä? Wie ist was? Wieso ist er in der Kette? Ach so. So kann man hierher. Was jetzt noch hier cool gewesen wäre, was ich mir hätte vorstellen können, so ein kleines Easter Egg, so, dass auf so einer Insel zum Beispiel das Raumschiff oder die Hütte von, also die Raumschiff von Luke Skywalker, der X-Wing hier irgendwo rumliegt, oder die Hütte von Yoda, Meister Yoda. Das hätte ich gefeiert, ganz ehrlich. Also sagen wir so, das Sumpfgebiet finde ich schon ziemlich cool gemacht. Also... Was?
Verstehe ich auch nicht. Was? Professorische Seilrutsche. Deutet auf einen guten noch hin, um mit deiner Armbrust eine Seilrutsche zu spannen. Finde zuerst ein Seil. Okay, dann ich weiß, wo ein Seil war. Da hinten war ein Seil. So, jetzt habe ich eins. Also muss ich quasi immer Seile suchen, um das dann zu benutzen. Verstehe. Also so ungefähr das gleiche Prinzip bei Lara Croft Shadow of the Tomb Raider oder sowas, wo du mit deinem Bogen so was machen musst. Hui! Hallo Arena-Kampf wieder. Oder? Da ist jedenfalls Money. Hinter mir ist kein Money, aber Zelte. Wer macht denn hier im Sumpf ein Lager? Money. Money. Gotta squeeze through. Das sieht doch schon wieder nach Arena-Kampf aus, irgendwie. Erstmal hier hin. Ja, das ist typischer Arena-Kampf. Schaut, da läuft. Da ist wieder so ein Schildtypi. Bevor ich da erstmal wieder. Ja, erstmal alles wieder verschwenden. Ja, bevor ich zu den Typen da hingehe, erstmal hier schauen. Oh, hi. Ja, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen. Ich sag jetzt erstmal nichts. Bevor ich es wieder hinterher bereue. Aber es war mir klar, dass wieder. Ach, das sind nur solche. Ja, ist schon recht, mein Freund. Zum Glück ist ja der mit dem Schild langsam. Und meine ich wirklich langsam. Aua. Ein Glück, dass ich das gemacht habe. Oh, come on. Nicht noch ein Maulwurf auch noch. Jetzt übertreibt ihr aber. Toll. Gib mir halt noch einen Grund nicht zum Ausweichen. Hallo Maulwurfi. Aua. Oh nein, 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 nein. Oh Mann. Au, das war mir klar. Es war mir klar. Oh Mann, ey.
Ja, aua. Nein. Bastard. Ja, da muss man jetzt ein bisschen kämpfen. Na, komm. Aua. Okay, die Hälfte haben wir schon mal durch. Ach, der hat jetzt keine Möglichkeit mehr, sein Schild zu nutzen, oder wie? Doch, hat er noch. Ihhh. Hab nichts gesagt. Weg mit dir. So, mein Freund, jetzt bist nur du und ich noch. Ernsthaft? Na komm, schmeiß mal einen Felsen. Bam, 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 bam. Ja, toll. So, jetzt bist du dran, mein Freund. Bam! Bam! So, meine Freunde. Damit sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Evil West.